Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Micknauf Daily. Ja, da haben wir es dann doch geschafft. Letzte Woche unverhofft, kommt oft. Und das ist so eine der alten Börsenweisheiten, ähnlich wie der Markt hat immer recht. Neues Allzeithoch für den DAX am Freitag bei 16.030 Punkte. Die hat er nicht ganz halten können, nicht mit ins Wochenende genommen. Kurz um, wir schließen bei 15.977. Ja, das heißt mittlerweile auf Jahressicht 17% hat der Leitindex bisher gemacht. Ja, und auch die US-Börsen erklimmen ja immer wieder neue Rekordhöhen. Der Dow mittlerweile angekommen bei 35.510 Punkte. Ja, das war somit das dritte Mal in diesem Jahr, dass der DAX die Tausender-Marke erneut nimmt und das sogar in einem eher schwachen Börsenmonat, nämlich dem August. Ja, das liegt natürlich alleine daran, dass jeder mit dabei sein will. Keiner will natürlich den aktuell fahrenden Börsenzug verpassen. Und da man halt eben nicht wesentlich günstiger an Kurse herankam, an billigere Aktien, weil wir lagen ja immer in der Range zwischen 15.300 und 15.800 Punkten. Ja, da ist natürlich so manch einer unter Zugzwang geraten. Besonders natürlich die Fondsmanager, weil die werden natürlich genau beobachtet von ihren Kunden und dann bei Zeiten halt eben auch mal angestupst und gesagt, Mensch, wieso bist du denn da nicht mit dabei gewesen? Wieso hast du diese oder jene Aktie nicht im Portfolio? Die ist doch dieses Jahr hervorragend gelaufen. Also somit natürlich auch die Fondsmanager nach wie vor jetzt selbst bei hohen Kursen auf Einkaufstour. Ja, und da hat es dann auch letzte Woche, vor allen Dingen am Freitag, keine große Rolle gespielt, was die Delta-Variante macht, was eventuell Lock- oder Shutdowns anrichten könnten oder wie es halt eben aktuell bei der Inflation aussieht. Das heißt also, Störfeuer kamen uns da großartig nicht ins Gehege, was aber nicht heißt, meine Damen und Herren, dass die nicht relativ schnell wieder auf der Börsenagenda stehen können. Ja, fraglich natürlich, jetzt geht die Rekordjagd weiter, wird sie halt eben weiter fortgesetzt. Gut, wir haben natürlich Pluspunkte, wir haben eine starke Quartalsgewinnsaison, die Zahlen der Unternehmen waren sehr, sehr gut. Weiterhin natürlich stützende Maßnahmen in Form von Geld, das heißt in Euro oder Dollar, von den Regierungen und natürlich von den Zentralbanken. Ja, und zudem muss man sagen, dass die wirklich guten Quartalsberichte der Unternehmen nicht unbedingt positiv honoriert worden sind. Also so richtig exorbitante Höhenflüge haben wir da nach den Zahlen sicherlich nicht gesehen. Ja, und zusätzlich haben wir natürlich auch, wenn wir auf mal auf die technische Seite des Marktes schauen, natürlich ganz klar den Ausbruch über einen Rekord und der löst ja technisch gesehen vielfach auch ein Kaufsignal aus und die technische Analyse sagt sich natürlich jetzt haben wir ja keinen Widerstand, das heißt, der Himmel oben über uns ist jetzt geöffnet und hat natürlich Platz für eventuell weitere Rekorde, obwohl wir ja eigentlich schon da angekommen sind mit den 16.000 Punkten, wo halt eben viele Analysten diese erst zum Jahresende prognostiziert oder darauf spekuliert haben. Also jetzt hätten wir tatsächlich noch ein bisschen Platz weiter nach oben. Schauen wir ganz kurz auf die Wochenagenda, die ist relativ dünn. Wir haben fast keine Quartalsberichte mehr. Am Dienstag nochmal Ströer und Zooplus. Zooplus ja letzte Woche ordentlich durch die Presse gegangen. Dort gibt es ja mittlerweile ein Übernahmeangebot. Die Aktie ja mit einem wahren Kursfeuerwerk nach oben gespritzt. Ähnliches sehen wir auch bei Hella. Die bringen übrigens am Donnerstag nochmal Zahlen und am Donnerstag dann nochmal die Global Fashion Group. Ja, dann haben wir noch ein paar Konjunkturdaten. Die sind allerdings wichtig. Dienstag die US-Einzelhandelsumsätze und Mittwoch dann das Sitzungsprotokoll der Federal Reserve. Ja, was wird Jerome Powell dort weiterhin beschließen? Wie sieht seine weitere geldpolitische Strategie aus? Weil innerhalb dieses Monats August ja auch noch das große Notenbanktreffen in Jackson
Hole stattfindet. Und da könnte er natürlich sukzessive schon mal einen kleinen leichten Rückzug aus dem Anleihe-Ankaufprogramm bekannt geben. Das heißt, ein schrittweiser Rückzug aus dem sogenannten Tapering. Darauf stellen sich die Märkte auch ein wenig jetzt mittlerweile schon ein. Was sie dabei allerdings nicht auf dem Schirm haben und was sie auch nicht hören wollen, das wäre tatsächlich das Thema Zinserhöhungen. Dafür hat der Markt momentan noch keinerlei Fantasie und bis dato auch noch keinerlei Rezept. Also sollte hier Jerome Powell das Thema Tapering langsam aber sicher zurückfahren, dann wäre das durchaus okay mit dem Marktkonsens. Beim Thema Zinsen muss er allerdings äußerst vorsichtig sein, denn das letzte Mal, als wir tatsächlich Krisensituationen hatten und er dann hier das Thema Zinserhöhung in den Raum geworfen hat, daraufhin sind die Börsen zuerst einmal nach unten abgerauscht. Also müssen wir uns dementsprechend überraschen lassen. Mittwoch wird da zuerst mal der Termin der Notenbank sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute, eine erfolgreiche Börsenwoche. Sie sehen ja, es lohnt sich zu investieren, auch in den DAX. Ich meine 17% auf Jahressicht. Das ist bei Zeiten sicherlich eine sehr, sehr gute Performance. Bleiben Sie mir all dieweil gesund, bleiben Sie weiterhin investiert, aber natürlich auch immer ein wenig wachsam.